Hallo, liebe Freundinnen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Du wolltest Hallo sagen, ne? Ich wollte Hallo sagen. Hallo, liebe Hexen und Hexenjäger. Willkommen in Roanoke. Bei Pagan befinden wir uns in Roanoke und es ist eine Hexe umhergetrieben. So sagst du, sprichst du das aus? Roanoke? Wie möchtest du das aus? Roanoke. Excuse me. Gesundheit. Das ist ja in den... das hat sich jetzt schon ziemlich... Das ist aber sehr passend hier. Ne? Das Licht spielt auch schon mit, weil wir sind hier in einer finsteren... In einer finsteren Setting hier. Man sieht schon, alles ist Volk finster. Volk ist untergegangen. Aber woran liegt es? Es muss eine Hexe sein. Genau. Und sie versteckt sich unter uns, unter den neuen unschuldigen Bürgern. Ist aber eine und nicht unschuldig. Ja, genau. Also auf jeden Fall, das hier ist ein wirklich interessantes Spiel, ein Zwei-Personen-Spiel. Und es ist ein Wunschvideo, was wir hier mit einlösen. Noch vor der Sommerpause habt ihr gewotet, konntet euch nicht so richtig entscheiden zwischen zwei Spielen. Und dann haben wir gesagt, machen wir beide. Und Pagan waren wir jetzt noch schuldig. Und haben es jetzt auch gespielt, war auch selber sehr gespannt drauf. Ne? Weil also es ist ja eben ein Zwei-Personen-Spiel, ein finsteres Duell zwischen einer finsteren Hexe, aber einer nicht weniger finsteren Hexenjäger, was ich schon mal sehr gut finde. Der Verlag hat das auch sehr schön gleich mal klar gemacht. Also das ist jetzt hier nicht, sie lehnen natürlich Hexenverfolgung ab, aber sie haben das hier wirklich schön durchgezogen, finde ich, dass hier ist alles böse. Also der Hexenjäger, der ist auch, der setzt auch unter Druck und, ne, und ein Teil irgendwie gefühlt sympathisiert auch mit der Hexe. Absolut. Gleichzeitig ist die Hexe aber auch so richtig fies. Also ja, es ist ein Duell auf Augenhöhe, der Fiesheit, würde ich sagen. Mechanisch haben wir hier ein kartengetriebenes Deduction-Spiel mit Zielen, die asymmetrisch sind, aber auch Fraktionen, die asymmetrisch sind, und man kann es wirklich nur zu zweit spielen. Also wirklich ein asymmetrisches und besonderes Deck für den Hexenjäger und ein besonderes für die Hexe. Und die Hexe möchte ihr Ritual durchführen, möchte bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllen, und der Hexenjäger möchte natürlich herausfinden, wer von den neuen Bewohnern die gleichzeitig... Sagen wir doch mal ehrlich, ja, wie die Hexe exekutieren. Ja, genau. Ja? Bevor aber wehe, es sind zu viele Unschuldige gestorben. Ja, dann gewinnt nämlich die Hexe. Wenn die Hexe ist gut den auf falsche Pferde lockt, dann gewinnt die Hexe. Und das Ganze ist, wie gesagt, zwei Personen, aber ab 12 60 Minuten, und das ist schon so ein bisschen, also das kann man auch toppen, 60 Minuten, ja. Das ist ein wirklich komplexes Zweierspiel, deswegen passt es auch gut hier auf unserem Expertenfreitag. Wir müssen ja jetzt wieder hier in die Programmierung reinfinden nach der Sommerpause, und am Freitag soll es ja immer etwas komplexeren Spiele geben, und das passt hier tatsächlich rein. Es ist, ja, ich würde sagen, ein Expertenzweier, anders kann man es nicht sagen. Jetzt werdet ihr gleich auch bei der Regel merken, wobei die Regel jetzt nicht so super kompliziert ist, aber man hat halt sehr viele Karten, sehr viele Effekte, und die Spieldauer, die ist dann für ein Zwei-Personen-Spiel doch echt sportlich. Also seid gespannt, und dann sehen wir uns beim Fazit wieder. In Pagan spielen wir zwei asymmetrische Parteien. Der eine spielt die Hexe, die versucht, ihr Spielziel, nämlich das Ritual, durchzuführen, das zu erreichen. Und der andere Spieler spielt den Hexenjäger, der die Hexe versucht zu töten und dann dadurch aufzuhalten, ihr Ritual durchzuführen. Wir haben hier Karten getrieben und auch mit sehr asymmetrischen Fähigkeiten ein großes Kartendeck auf jeder Seite sowie Hinweistokens in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Außerdem hat jeder Spieler auf seinem Spielertableau eine Auslage, die er sich anfertigt. Und in der Mitte sehen wir die Dorfbewohner, von denen einer die Hexe ist und die anderen unschuldig. Außerdem sind die Dorfbewohner gleichzeitig Worker-Placement-Felder, denn jeder Spieler hat drei Worker, mit denen er diese besetzen kann. Zunächst mischt die Hexe das Deck an Dorfbewohnern, denn ihr seht, hier haben wir einmal die Worker-Placement-Felder, und entsprechend gibt es dann für jeden Dorfbewohner eine Karte. Also sie sind identisch, nur dass dann eben die Aktion nicht mit draufsteht, und dadurch bestimmt die Hexe, wer er eigentlich ist. Und wenn das einmal gemischt ist, dann schaut sie sich geheim an, welcher Spieler sie ist, und das ist in dem Fall jetzt der Prediger Wulfric. Also weiß die Hexe, dass sie den hier benutzen möchte, um ihr Ritual durchzuführen. Der Hexenjäger, der hat zum Ziel herauszufinden, dass eben der Prediger Wulfric die Hexe ist und ihn umzubringen. Allerdings weiß jetzt momentan eben nur die Hexe, wer das ist. Sie nimmt sich also die Karte geheim zu sich, und damit sie dann auch nicht auffällig irgendwie in die Richtung schaut, hat sie eine kleine Übersicht an allen Dorfbewohnern, was sie können, und kann dann da eher hinschauen, während dann am besten der Hexenjäger eben die Worker-Placement-Felder zu sich schauen lässt
Und da würde ich eben auch empfehlen, dass dann wirklich die Leute sich, die Spieler sich gegenüber sitzen. Hier sitzt also, wie ich jetzt auch sitze, der Hexenjäger und gegenüber von mir sitzt dann die Hexe. Die restlichen Karten werden ungesehen als Stapel beiseite gelegt, denn die sind auch wichtig für den Hexenjäger, um unschuldige Bürger zu entlasten. In Pagan beginnt immer die Hexe mit ihrem ersten Zug und sie hat in ihrem ersten Zug nur 2 Worker, die sie einsetzen kann. Danach hat jeder immer 3 Worker. Die Übersichtstafel von der Hexe zeigt, wie ein Zug abläuft. Der ist jeden Aktion gleich und unterscheidet sich nur marginal von dem Zug des Hexenjägers. Die Hexe hat tatsächlich 2 Arten von Workern. Das sind einmal hier diese ganz normalen und einmal einen mit einem Raben. Und der Rabe, der kann verstärkt werden über Karten, die sie auf ihrem Unterschlupf ablegt. Und in dem Fall könnte sie bei 5, wenn sie einen Dorfbewohner besucht, die Rabenaktion auch noch machen. Um euch den Spielablauf zu demonstrieren, habe ich jetzt ein bisschen was aufgebaut. Die Runden, die werden alle gleich abgehandelt. Nur die erste, die unterscheidet sich leicht, denn die Hexe, die beginnt zum einen immer und zwar nur mit 2 Workern. Danach hat man immer 3 Worker zur Verfügung, sowohl der Hexenjäger als auch die Hexe. Zu Spielbeginn hat man 3 Karten auf der Hand, sowohl der Hexenjäger als auch die Hexe. Zur leichten Orientierung, alles was jetzt hier unten ist, ist der Hexenjäger, also ist auch alles sehr rot hinterlegt, während auf der anderen Seite grün bzw. violett die Hexe mit ihrem Unterschlupf und ihren Tokens liegt. Wenn jetzt mitten im Spiel der Hexenjäger gerade seinen Zug beendet hat und die Hexe dran ist, sagen wir mal, es liegt aus der letzten Runde noch so, denn die Worker, die bleiben immer erstmal drauf, dann nimmt man als ersten Punkt immer erstmal seine Worker zurück in den Vorrat. Als zweiten Punkt kann man freiwillige Unterhaltszahlungen in beliebiger Reihenfolge durchführen. Das ist vor allem wichtig beim Hexenjäger. Momentan hat jetzt hier die Hexe keine Unterhaltszahlung, die sie zahlen müsste. Das sehen wir dann einfach gleich, wenn ich den erkläre. Und drittens führe verpflichtende Haushaltseffekte in beliebiger Reihenfolge aus. Auch die sind jetzt erstmal nicht bei der Hexe. Der vierte Punkt ist nur für den Hexenjäger. Der muss nämlich seine Verbündeten bezahlen. Das interessiert die Hexe jetzt erstmal nicht. Und fünftens, man muss seine Handkarten auf 7 Handkarten beschränken. Das heißt, wenn man 8 oder noch mehr hat, muss man welche abschmeißen. Dann nach der Haushaltsphase kommt die Aktionsphase, das immer erstmal ein bisschen interessanter ist. Denn man platziert so lange seine Gehilfen, also seine Worker, auf entweder den Dorfbewohnern, die Worker-Placement-Felder darstellen, oder auf seinem Tableau, wo auch noch ein paar Felder drauf sind, bis man keine mehr hat, und beendet dann den Zug. Und da gehen wir einmal die Worker-Placement-Felder durch. Ich habe die Dorfbewohner so ausgelegt, dass sie einerseits die Farben gemeinsam als Zone haben, also blau, grün, rot. Und andererseits sind die Aktionen immer geordnet, denn immer die erste blaue, grüne und rote, da zieht man Karten. Hier zieht man 2 Karten, hier zieht man 1 Karte und hier schau dir die obersten 3 Karten des Decks an und ziehe 1, lege den Rest ab. Ihr seht also, eine ist besonders stark, eine ist besonders schwach und eine ist irgendwie so ein bisschen mittelmäßig oder ja. Dann hat man hier bei den mittleren, spiele 1 Karte aus, hier spiele bis zu 2 Karten aus, erhöhe die Kosten. Die muss man nämlich mit Einfluss bezahlen, beider ausgespielter Karten um 1. Und spiele 1 Karte aus, verringe die Kosten um 1. Auch hier wieder etwas Schwaches, Starkes und irgendwie etwas, wo man noch ein bisschen mehr bezahlen muss. Und das Letzte ist, erhalte Einfluss, und zwar 2. Erhalte 3 Einfluss, dein Gegner erhält 1. Und erhalte 1 Einfluss. Ihr seht also, es gibt 3 Haupt-Worker-Placement-Felder, also beziehungsweise 3 Arten von Effekten, die man da bekommt. Entweder Karten ziehen, Karten spielen oder Einfluss erhalten. Auf seinem eigenen Tableau hat die Hexe zum einen nochmal eine freie Aktion. Und zwar kann sie fertige Tränke benutzen. Tränke seht ihr immer hier oben auf ihrem Unterschlupf. Hier habe ich jetzt auch welche vorbereitet, die auch schon aufgeladen sind. Das bedeutet nämlich, dass sie fertig sind. Ihr seht hier, es werden 3 von den Tokens benötigt. Es liegen 3 drauf, also es ist ein fertiger Trank, den die Hexe während ihres Zuges frei benutzen darf. Während der hier noch nicht fertig ist, es fehlen noch 2.
Außerdem hat sie ein relativ schwaches Feld, nämlich erhalte 2 Einfluss oder ziehe eine Karte oder spiele eine Karte. Es ist einfach dann, wenn das Worker-Placement-Feld besetzt ist, denn der Hexenjäger, der hat seine Worker da noch stehen lassen, weswegen diese Dorfbewohner für sie momentan besetzt sind. Außerdem gibt es noch ein Worker-Placement-Feld auf ihrem Tableau, bereite Dorfbewohner vor. Das kostet zum einen hier einen Token, und zwar von genau dem Dorfbewohner, wo sie hin möchte. Und vorbereiten bedeutet, dass sie einen gegnerischen Worker entfernen kann. Sie könnte also sagen, ich bezahle hier, gebe den einfach wieder ab, damit der Hexenjäger sich zurückziehen muss, damit sie eben hier die Aktion benutzen kann und sich selber hinstellen kann. Und zu guter Letzt gibt es eine Aktion Ritual ausführen. Das ist sehr elementar für die Hexe, denn das ist die Art und Weise, wie sie das Spiel gewinnt. Sie kann nämlich dann einen Worker auf den entsprechenden Bewohner legen, der sie ist, also den sie gezogen hat. Das ist der Prediger Wulfric, wie wir ja wissen. Wenn sie sich dort hingestellt hat und insgesamt 3 von diesen eckigen Handtoken drauf liegen, dann hat sie das Spiel gewonnen. Momentan hat sie da noch relativ wenig, also jetzt kann sie noch kein Ritual ausführen. Wenn die Mia, das Nesthäkchen Mia, die Hexe gewesen wäre, dann könnte sie sich dahin stellen und hätte das Spiel sofort gewonnen, denn da sind ja schon genügend. Da diese Hände allerdings noch einen anderen positiven Einfluss für die Hexe hat, hat sie sich aber auch dafür entschieden, das jetzt woanders hinzulegen. Denn wenn sie sich dafür entscheidet, einen Dorfbewohner zu besuchen, dann folgt sie folgenden Schritten. Das ist auch hier das Längste, was sie tun kann. Nämlich erstens führe Untersuchungseffekte aus. Gehen wir also mal davon aus, dass die Hexe sich mit ihrem Worker hier hinstellen soll. Oder vielleicht möchte sie das mit dem Raben machen. Der hat nämlich nochmal Spezialfähigkeiten, die anderen beiden nicht. Sie stellt sich auf Dr. Annie und muss erstmal gucken, gibt es Untersuchungseffekte. Ihr seht, bei Dr. Annie habe ich jetzt eins davon hingelegt, plant also ein bisschen mehr Platz ein, als wir jetzt hier sehen, damit die Karten noch ganz sichtbar sind. Das sind Karten, die hat der Hexenjäger auf die Dr. Annie gespielt, und das hat immer einen Effekt, entweder für den Hexenjäger selbst oder für die Hexe, entweder zum Nachteil für sie oder zum Vorteil für ihn. Und zwar, wenn eben der Gehilfe von der Hexe dort steht, der Hexenjäger bekommt 3 Einfluss. Der Einfluss wird reguliert über hier diese Scheibe. Man beginnt mit 2 Einfluss und der Hexenjäger bekommt in diesem Moment, wo der Rabe sich auf die Dr. Annie stellt, 3 dazu. Zweitens, tausche 3 von den runden Tokens in die eckigen Tokens um. Das ist bei der Dr. Annie jetzt nicht möglich, denn sie hat da nur eckige. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Jäger Adams 3 gehabt hätte und sie möchte eben beim Jäger Adams eine Aktion ausführen. Dann kann sie sich dazu entscheiden, 3 davon abzuschmeißen und dann in eine Hand umzuwandeln. Das ist ja, wie wir wissen, wichtig für das Ritual und hat auch noch einen anderen Effekt, den ich euch jetzt gleich zeigen werde. Ja, aber sie hat sich entschieden, bei Dr. Annie die Aktion zu machen. Und Dr. Annie zeigt, dass sie jetzt drittens runde Token auf anderen Dorfbewohnern verteilen darf. Nämlich auf eine blaue Karte oder 2 blaue Karten kann sie insgesamt 2 runde Tokens hinlegen. Sie nimmt sich also 2 zum Vorrat und schaut, wo sie sich das hinlegen möchte. Natürlich möchte ja auch irgendwann der Herr Wulfric hier zur Hexe, also zum Ritual benutzt werden. Vielleicht sagt sie, okay, ich lege 2 dorthin. Das kann natürlich dann auch auffällig sein für den Hexenjäger. Und deswegen ist es auch immer sehr interessant, wo die Hexe zu Beginn des Spiels sich entscheidet, etwas hinzulegen und wo nicht. Vielleicht möchte sie ihn ja auch in die Irre führen, indem sie ganz viel hier auf Grün agiert hat, damit er womöglich dann falsche Bewohner verdächtigt. Ja, viertens, endlich dürfen wir jetzt also das Worker-Placement-Feld benutzen mit dem Effekt. Also ziehe eine Karte, dazu wird einfach eine vom Nachziehstapel auf die Hand gezogen und kann dann eben auch später gespielt werden. Und fünftens, das zählt eben nur, wenn mit dem Raben gespielt wird. Der Rabe kann nämlich verstärkt werden. Das ist in der unteren Hälfte des Unterschlupfes zu sehen. Der Rabe wird jetzt hier in dem Moment durch 2 Karten verstärkt. Sie kann sich aussuchen, welche sie davon nutzen möchte für die Verstärkung. Und zwar kann sie füge dem besuchten Dorfbewohner ein rundes Token hinzu. Oder wenn sie 2 Einfluss ausgibt, kann sie stattdessen sogar 2 hinzufügen. Oder sie kann sich halt für diese Verstärkung entscheiden, bewege eine Untersuchung, also hier diese Karte, die der Hexenjäger drunter geschoben hat,
bewege eine Untersuchung von dem besuchten Dorfbewohner zu einem anderen Dorfbewohner. Und mit Einfluss kann sie das auch nochmal verstärken. Und ja, das ist vielleicht von ihrem Interesse, weil sie die Dr. Annie ganz gerne besucht, weil, wie auch immer, vielleicht ist es irgendwie ein starker Effekt. Ja, in dem Fall ist es jetzt vielleicht nicht der stärkste, aber sie könnte eben sagen, ja, komm, eine Aktion, die ich nie benutze, ist hier der Jäger Adams, da schiebe ich das jetzt mal hin. Ja, dann kann sie eben ihren zweiten Worker auch noch irgendwo hinstellen. Das kann dann zum Beispiel hier Spiele eine Karte aus sein bei Herrn Prediger Wulfrig. Und sie hat ja 5 Karten jetzt momentan auf der Hand und es gibt 4 verschiedene Arten von Karten, die die Hexe spielen kann. Das sind zum einen eben hier diese Zaubertränke, das sind zum anderen die Rahmenverstärkungen, dann gibt es auch noch Verstärkungen für die Hexe, die sie hier auf dieses Tableau legen kann. Und es gibt Soforteffekte. Zuerst muss sie aber natürlich erstmal die ganzen anderen Sachen ausführen. Also gucken, ist da eine Untersuchung. Dann tausche 3 Tokens in einen Agnes-Token um. Dann verteilt sie hier anhand des Zeichens 2 Runde auf den roten Karten. Das ist halt jetzt hier auf der eingeborenen Pamui. Und würde dann jetzt die Dorfbewohnerfähigkeit benutzen. Und zwar spielt sie diese Karte. Das ist die Verführung. Können wir uns einfach mal kurz näher anschauen. Wenn die Hexe einen Dorfbewohner besucht, darf sie eine Karte ziehen, wenn mindestens ein eckiges Token auf diesem Dorfbewohner liegt. Dies geschieht nach der Umwandlung von den runden in den eckigen Token. Ihr seht außerdem hier dieses Zeichen. Das bedeutet, dass sie das auf ihrem extra Tableau hinlegt. Und es bedeutet auch, dass der Hexenjäger die entfernen kann, wenn ihm das irgendwann zu stark wird. Das sind die Kosten, die werden in Einfluss bezahlt. Und das sind die Kosten für den Hexenjäger, wenn er diese Karte entfernen möchte. Er muss 2 Einfluss ausgeben und einen Worker, um diese Karte zu entfernen. Die Kosten werden außerdem noch erhöht. Wenn es die zweite Karte ist, muss sie nämlich noch 1 Einfluss dazu zahlen. Für die dritte muss sie 2 Einfluss dazu zahlen. Also würde sie jetzt hier in dem Fall 4 Einfluss ausgeben, würde es dann eben hier adaptieren, wäre jetzt vielleicht auf 0 mit dem Einfluss auf ihrer Scheibe. Und dieser Effekt gilt jetzt eben dauerhaft für sie, solange der Hexenjäger sie nicht entfernt. Es gibt ja, wie gesagt, dann auch noch andere Arten, können das einmal mal gut durchgehen. Hier diese Soforteffekte haben wir so ein Swirl mit so einer Herzform. Verdoppelt die Anzahl der Rundentokens beim Dorfbewohner mit einem Worker. Sie könnte also sagen, ich gebe 2 Einfluss aus, spiele den Soforteffekt und dort, wo einer ihrer Gehilfen steht, kann sie dann doppelt so viele von den Rundentokens hinlegen, wie bereits da liegen. Die würde dann abgeworfen werden und auf den Ablagestapel. Dann gibt es hier die mit den Rabensymbolen, falsche Fährte. Sie kostet eben auch hier 3 und die kann sie spielen auf ihr Tableau, um ihren Rabenworker zu verstärken. Und zu guter Letzt gibt es noch die Tränke. Die spielt sie mit 2 Einfluss auf ihre Trankpositionen und kann dann im Laufe des Spiels 3 runde Tokens drauf laden, um ihn fertig zu machen. Und wenn sie den dann als Freiaktion verbraucht, füge 2 runde Tokens zu allen Dorfbewohnern der Zielfraktion hinzu. Fraktionen sind die Farben, also entweder ist es dann der rote, der grüne oder der blaue Bereich, wo sie dann 2 Tokens zu allen hinzufügt. Ja, das ist auch schon alles, was man zu der Hexe wissen muss. Ja, sie arbeitet einfach so lange weiter, bis sie irgendwann dann das Ritual durchführen kann. Das hat sie ja jetzt schon zu einem Drittel erreicht. Sie muss jetzt noch 2 weitere von den eckigen Tokens hinlegen, bevor sie sich dann auf den Prediger Wulfrig hinstellen kann und sagen kann, so, ich habe übrigens gewonnen, weil ich bin die Hexe Prediger Wulfrig. Ich hatte ja auch noch gesagt, dass hier diese 2 eckigen noch einen anderen Effekt haben, denn 2 Stück davon können die Aktion verstärken. Denn in dem Moment, wo sie sich hier hinstellt und es sind mindestens 2 dort, verstärkt sich die Aktion hier und zwar kann sie die 2-mal durchführen. Hier kann sie das natürlich auch machen. Hier allerdings noch nicht, weil nur 1 dort ist. Also sie kann hier 2 Karten ziehen, hier kann sie 6 Einfluss erhalten und der Gegner hat dann entsprechend 2. Jetzt kommen wir einmal rüber zum Hexenjäger. Auch seine Haushaltsphase ist dann eben gleichbleibend wie bei der Hexe, nur dass er da noch seine Verbündeten bezahlen muss. Er geht also einmal hier in seinem Zug seine Schritte durch, nimmt alle Gehilfen zurück, die dann eben noch da übrig sind, falls die dann noch da auf den Dorfbewohnern sind oder vielleicht auch hier drauf. Dann führt er alle freiwilligen Unterhaltszahlungen in beliebiger Reihenfolge durch. Momentan sehe ich da keine. Und anschließend führt er verpflichtende Haushaltseffekte durch. Das könnte sein, dass er dann eben durch Verbündete Haushaltseffekte hat. Also hier Kosten für Untersuchungen werden um 1 reduziert. Hier ziehe eine Karte oder wirf eine Karte ab, um 3 Einfluss zu bekommen. Und da kann er sich eben entscheiden, die zu nehmen.
Und anschließend so ein leicht hinterlegter Bereich sagt, zahle die Kosten. Das ist so ein spezielles Symbol. Schauen wir uns das mal an. Das ist hier dieses eckige Symbol, so ein Haushaltsbuch für die Verbündeten. Und Verbündete, seht ihr, sind einfach so ein Handshake. Und die Kosten stehen dort. Hier in dem Fall kostet sie nichts, aber der andere, hier die Sekretärin, die kostet in dem Fall 1. Er muss also einen Einfluss bezahlen zu Beginn seiner Aktion. Jetzt ist er halt gerade auf 4. Und dann geht es weiter mit sein Handkartenlimit auf 7 zu beschränken. Heißt, er müsste, wenn er mehr hätte, ablegen. Und dann kann er mit der Aktionsphase weitermachen. Ja, und auch er kann sich dann eben auf einen Dorfbewohner platzieren und diese Punkte abarbeiten. Das ist eine seiner Aktionen. Und zwar erstens führe den Haushaltseffekt aus, bei dem Dorfbewohner Adams wäre das eben hinfällig, denn es ist eben ja der Hexenjäger und nicht die Hexe, die dort steht. Zweitens erhalte einen Schuh, also das ist jetzt hier dieser eckige Marker vom Hexenjäger. Die braucht er, um der Hexe auf die Schliche zu kommen. Und diesen Schuh bekommt er immer dann, wenn er einen Bewohner besucht, der mindestens 3 von den Fußabdrücken, also hier von den runden Tokens hat. Also wenn er das nächste Eckchen Mia besucht, würde er in dem Fall einen bekommen und einfach auf sein Quartier legen. Also ihr seht schon, anders als bei der Hexe, die ihre Tokens alle hier oben hinlegt, funktioniert es beim Hexenjäger so, dass er zum einen die Runden auf den Dorfbewohner legt, aber die eckigen behält er halt bei sich. Ja, anschließend kann auch er runde Tokens verteilen. Hier auf der Mia kann er auf einer grünen Karte ein rundes verteilen. Sagt er vielleicht hier, Quatsch, hier hin. Und dann kann er die Dorfbewohnerfunktion benutzen. Erhalte 3 Einfluss, der Gegner bekommt 1, kann er dann einfach mal direkt einstellen, kriegt er 7 und die Hexe bekommt 1. Anders als die Hexe kann der Hexenjäger auch Orte erschaffen. Das sind hier oben in seinem Quartier die Karten und das erkennt ihr an diesem Blitz. Das ist ein breiter Ort. Breit bedeutet, es steht keiner drauf. Und er kann sagen, okay, meine nächste Aktion findet dort statt. Verschiebe alle runden Tokens hier zu einer beliebigen Anzahl von Dorfbewohnern. Wenn die Hexe einen Dorfbewohner mit einem oder mehr eckiger Tokens besucht, darfst du hier einen hinzufügen. Bedeutet, wenn er sich jetzt hier hinstellt, würde es jetzt natürlich nichts bringen, wenn er aber schon welche hier hingesammelt hat, weil die Hexe jedes Mal, wenn sie eben hier zu ihren eckigen Tokens geht, also zu einem Bewohner, der solche hat, bekommt er jedes Mal dafür, dass sie das macht, hier einen hin. Und sobald er diesen Ort besucht, kann er alle, die er hier gesammelt hat, irgendwo zu einer beliebigen Anzahl von Dorfbewohnern verteilen. Und da wir ja schon gelernt haben, wenn dort 3 von den runden Tokens sind und der den Bewohner besucht, bekommt er einen eckigen Token, die ja ein bisschen wertvoller sind, verteilt er das vielleicht einfach mal so. Eine weitere Aktion vom Hexenjäger ist, einen Dorfbewohner zu plündern. Dafür muss er seinen Gehilfen, den er jetzt noch vielleicht übrig hat, auf einen Dorfbewohner hinlegen, der mindestens 3 Schuhe hat. Dafür braucht er einen Gehilfen, den er auf einen Dorfbewohner legt, egal wen. Das könnte zum Beispiel hier der Jäger Adams sein. Und von den Bewohnern gleicher Farbe, also von den ganzen Grünen, kann er jetzt insgesamt 3 von diesen Schuhen ausgeben. Sagen wir mal hier, hier und hier. Die gibt er dann in seinen Vorrat ab und kann dann entweder einen von den eckigen Hexentoken oder alle runden entfernen, was die Hexe ein bisschen ferner von ihrem Ziel macht. Verzauberung bannen ist auch noch eine Möglichkeit. Dafür braucht er aber, wie gesagt, einen Gehilfen. Dann würde er das halt als Worker Placement Feld nehmen. Verzauberungen sind eben alles, was hier auf diesem kleinen Tableau von der Hexe sind. Und er kann dann den Einfluss ausgeben, um eine dieser Verzauberungen zu entfernen aus dem Spiel. Dann gibt er vielleicht 2 Stück aus, weil er das zu stark findet und sagt, so, die hast du jetzt aber nicht mehr. Ja, so eine kleine Zusatzaktion oder ja, schlechtere Aktion ist dann halt hier wieder, erhalte 2 Einfluss, ziehe eine Karte oder spiele eine Karte, falls es besetzt ist bei den Bewohnern und er nichts anderes machen kann. Und ja, jetzt kommen wir auch noch zu wichtigen Dingen. Entlaste einen Verdächtigen. Das ist auch eine mögliche Aktion. Der kann nämlich 3 von seinen gesammelten Schuhen bezahlen, um eine Karte von hier zu ziehen. Das ist ja der Kartenstapel an Bewohnern. Und wir wissen, dass die Hexe ihre Karte dort hinten hat. Also dieser Stapel sind die unschuldigen Bewohner. Wenn er jetzt also eine zieht, weiß er, dass Bo Johnson nicht die Hexe ist.
Das macht er geheim. Er schaut sich das selber nur an. Die Hexe soll es nicht sehen, sodass auch sie eben möglicherweise eben nicht weiß, dass der Hexenjäger schon längst drauf gekommen ist, dass sie eben nicht Bo Johnson ist. Das behält er also bei sich und sammelt so die Entlastungen der Bewohner. Wenn er alle entlastet hat, weiß er ja sowieso, wer die Hexe ist. Das bedeutet, sobald der Kartenstapel leer ist, gewinnt der Hexenjäger. Das ist eine seiner Siegbedingungen. Ja, dann hat er noch eine Aktion bereite Dorfbewohner vor. Also wenn er eine Aktion nutzen möchte, wo die Hexe sich gerade befindet, zum Beispiel hier der Rabe, kann er einen Fußabdruck, also ein rundes Token, abgeben, um den zu entfernen. Das geht also hier nicht. Wo könnte das, ja, sagen wir mal, der Prediger Wulfric. Er gibt also diesen Schuh aus, legt den Gehilfen der Hexe beiseite und kann sich dann selber in einer der nächsten Aktionen, also nicht mit dem selber, sondern mit einem anderen, wieder da draufstellen. Dafür braucht man also zwei Aktionen, um überhaupt hier diesen Bewohner besuchen zu können. Ja, und zuletzt kann er einen Dorfbewohner umbringen, exekutieren. Er benötigt 3 runde Tokens auf dem ausgewählten und bereiten Dorfbewohner, also bei dem Dorfbewohner, den er auch besuchen darf. Und mindestens bei allen anderen ein rundes Token. Das wäre jetzt fast gegeben. Sagen wir mal, hier bei Dr. Annie wäre noch einer, dann könnte er halt beispielsweise kann er jetzt eben zu Jäger Adams gehen und sagen, ich bringe den um, denn 3 Tokens hat er, bei jedem anderen hat er einen. Die Karte wird umgedreht und er hofft natürlich in dem Fall die Hexe umgebracht zu haben. Die Hexe muss natürlich auch sagen, wenn sie jetzt verloren hat und der Hexenjäger gewonnen, dann ist das Spiel vorbei. Oder die Hexe sagt, nee, du hast mich nicht erwischt. Dadurch bleibt jetzt hier dieses Worker-Placement-Feld einfach nicht mehr, ist es einfach nicht mehr zur Verfügung. Man nimmt sich dadurch die Optionen, aber auch natürlich der Hexe. Und es gibt eine Siegbedingung für die Hexe, denn wenn der Hexenjäger 3 unschuldige Bewohner getötet hat, gewinnt die Hexe automatisch. Also als Hexenjäger kann man nicht dahin gehen und alle diese Bewohner umbringen, um dadurch irgendwie dem Ziel näher zu kommen. Man muss schon innerhalb dieser 3 Tötungen die richtige Hexe erwischt haben, sonst verliert man das Spiel. Ja, das ist der ganze Spielablauf. Ich zeige euch noch ein paar besondere Karten in der Nahaufnahme, damit wir uns die auch nochmal anschauen können. Ja, jeder Spieler hat ein dickes Deck an Karten. Das ist jetzt auch nur aus dem Grundspiel. In der Erweiterung ist auch nochmal dieselbe Menge an Karten und die Kickstarter-Erweiterung gibt auch nochmal die Karten. Und dann haben wir ja auch noch diese kleinen Erweiterungspacks, wo immer mal wieder neue Karten dazu kommt. Es gibt zwar Karten auch doppelt, aber an sich sind die doch sehr unterschiedlich und die haben immer sehr interessante Aktionen. Also hier zum Beispiel haben wir da jetzt mal eine doppelte. Aber ansonsten ist das echt schön gemacht und ihr seht ja auch, die Illustrationen sind auch sehr, sehr liebevoll und detailliert und die verbreiten einfach eine Stimmung am Tisch, die dem Thema auch total entspricht. Also Hexenjagd, irgendwie, man weiß nicht, wer der Richtige ist und düster und sehr schön gemacht. Dasselbe habt ihr auch beim Deck von der Hexe. Es ist dann alles etwas grünlicher gehalten, so ein bisschen giftig. Und auch wieder sehr atmosphärisch, auch mit sehr schönen Übertiteln, Gefäß der Gewitztheit ist ein Trank, falsche Fährte. Also gerade die Zaubertränke haben sehr schöne Namen, Verschmelzung mit Vertrautem, Pyrokinese, Blutgeld. Also es sind schon echt schöne Karten. Der Vollständigkeit halber und weil sie so schön sind, zeige ich euch noch die Materialien aus der Kickstarter Exclusive Packung. Und zwar seht ihr links immer die aus dem normalen Spiel und rechts sind die aus der Kickstarter Erweiterung. Und es macht tatsächlich auch sehr viel mehr Spaß, mit so Holztokens, mit den Workern zu spielen. Die kann man tatsächlich, wenn man möchte, auch hinstellen, wenn man dann ein Worker Placement Feld besucht. Und ja, gerade bei der Hexe ist es ja auch relevant, weil sie 2 verschiedenartige Worker hat. Die Hinweise und Ritualplättchen sind dann natürlich auch etwas hochwertiger. Die sind dann aus Holz und schön haptisch greifbar. Und für diejenigen, die es interessiert, aus der Erweiterung, also die Düsternismarker sind in der normalen Variante natürlich auch aus Papp-Tokens. Und in der Kickstarter-Variante haben wir dann so richtig coole Totenköpfe aus Holz. Dazu gibt es noch 3 kleine Säckchen, da kann man dann eben die entsprechenden Marker drin lagern, wahrscheinlich dann auch fürs Spiel, dass man sich die dann immer hier so rausholt. Außerdem auch noch eine Münze, die ist tatsächlich auch echt schön gemacht mit so einem Relief und mir erschließt sich nur nicht ganz, wofür die ist,
Ich hätte eigentlich gedacht, ja gut, man kann damit den Startspieler auslosen. Allerdings ist ja laut Regel immer die Hexe Startspieler. Von daher ist es so ein bisschen obsolet. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man anzeigt, wer gerade dran ist, damit man es in der Bedenkzeit nicht vergisst. Aber ja, die gibt es dann eben auch einfach dazu. Und zu guter Letzt gibt es in der Kickstarter Exclusive Box auch noch weitere Karten. Das sind aber keine Karten fürs Deck, sondern das sind neue Bewohner, also die Felder, die dann als Worker Placement Felder gelten und wo sich unter einem die Hexe versteckt. Da gibt es sehr viele neue und es gibt Szenarien, die dann das Spiel auch noch mal ein bisschen verändern können. Hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also insgesamt 6 Szenarien. Da gibt es dann einfach immer noch mal eine extra Regel, die man machen kann, um das Spiel ein bisschen variabler zu machen. Ja, also wie ihr seht, schon ein umfangreiches Zwei-Personen-Spiel, das aber auch wirklich besticht durch diese besonderen Komponenten, wie ich finde, und auch besonderen Karten. Also einerseits hat man zwar nicht jede Karte einzigartig, aber doch sehr, sehr viele unterschiedliche mit verschiedenen starken Effekten. Und diese Stärke, da denkt man so, okay, wow, ich als Hexe, ich habe den Hexenjäger jetzt auf jeden Fall in der Tasche. Und dann packt der Hexenjäger eine genauso starke Karte aus. Und man weiß eigentlich nicht, wer hat eigentlich die stärkste Karte. Das ist immer ein schönes Gefühl gewesen. Also auf jeden Fall. Egal, ob ich jetzt Hexe oder Hexenjäger war, wir haben natürlich dann auch mal Rollen getauscht hier. Ja. Das war sehr spannend. Und, aber Punkt, nicht jede Karte ist einzigartig. Das fand ich wiederum ein bisschen schade, weil letztendlich hat es nicht viel gebracht, wenn man zwei identische Karten hatte. Dann hat man gedacht, okay, die kann ich irgendwann abschmeißen, wenn ich zu viele Karten auf der Hand habe. Ja, ja. Nee, also ich muss auch sagen, ich fand es wirklich ein erstaunliches, interessantes Spielerlebnis. Das mit den Karten, also erstmal das Setting, muss ich wirklich sagen, das ist klasse. Ja? Also es ist düster. Ja, da wird auch nicht... werden die Nerven nicht geschont, ja, also die Hexe packt da wirklich alles aus, was ihr euch so vorstellen könnt, aber der Hexenjäger eben auch und es ist wirklich schön gelöst, dass eben mit dieser Asymmetrie man wirklich das Gefühl hat, jeder hat so eine andere Art voranzukommen, ne? Also die Hexe, die eben eher so mit Verstärkungseffekten arbeitet, also sie kann ja ihren besonderen Worker verstärken, aber sie kann eben auch die Hexe kann die Worker verstärken und der Hexenjäger kann die Worker-Felder verstärken mit seinen Untersuchungen oder verändern, ja, entweder schlechter machen für die Hexe oder besser für einen selber. Und gleichzeitig eben sich dann neue Aktionen bauen mit den Orten oder eben so dauerhafte Verstärkungen holen mit seinen Verbündeten. Also, und dann eben die Hexe wiederum, finde ich richtig cool, mit den Verzauberungen kann sie plötzlich dann richtig so das Game ändern und plötzlich plötzlich viele Ressourcen kriegen, es schwieriger machen für den Hexenjäger, der dann wiederum eine Aktion opfern muss, um die Verzauberung wieder wegzukriegen. Also das ist wirklich schön gemacht, finde ich, und es fühlt sich asymmetrisch an, es funktioniert auch gut und auch thematisch hat man halt das Gefühl, ja cool, ne? Ich habe da halt wirklich, ich brauche meinen Trank und den zünde ich dann im richtigen Moment. Und das Schöne an diesem Asymmetrischen ist halt auch, wie du sagst, du merkst eigentlich dadurch, dass du andere Ziele hast, gar nicht, bin ich eigentlich gut dabei oder habe ich schon verloren? Und das macht ja auch diesen Spannungsbogen, also bis zum Schluss. Also ja, die Partie geht 60 Minuten oder wenn man grübelt noch ein bisschen länger, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es dadurch langweilig wurde. Ich war immer noch so, schaffe ich es jetzt eigentlich oder schaffe ich es nicht? Ja. Weil man wirklich nie weiß, wie weit der andere eigentlich ist. Also von daher top gelöst mit diesem Spannungsbogen, der bis zum Ende, also wirklich bis Einzug vor Schluss dann noch bleibt, dass man merkt, okay, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, genau. Also das ist sehr schön gemacht, weil natürlich diese Sache mit den mit dieser Täuschung, ja, die spielt hier halt schon mit rein. Klar, die Hexe kann natürlich ein bisschen straightforward spielen und einfach von Anfang an einfach auf seinen Charakter gehen, aber das wird einfach nur dazu führen, dass der Gegner den sofort exekutiert oder einfach auch direkt dahin spielt, dass er den exekutiert. Das führt meistens nicht und zum Ziel. Und andererseits ist das trotzdem sehr, sehr interessant, weil also ein bisschen mehr Glückskomponente hast du einen wirklich starken Charakter als Hexe. Weil dann bist du vielleicht doch etwas vorsichtig, weil es ist auch ein sehr starker Effekt, weil dadurch, dass jeder Bewohner ja auch noch ein Worker-Placement-Feld ist, zerstörst du dir da auch sehr viele Möglichkeiten, gerade wenn das ein Worker-Placement-Feld ist, das dir sehr viel nützt und das du sehr gerne benutzt. Und es gibt ja letztendlich auch nur, also es gibt ja so gesehen drei verschiedene Effekte, erhalte Macht oder Einfluss, erhalte Karten oder spiele Karten. Ja. Und davon dann jeweils nur drei Worker-Placement-Felder. Und eins ist halt wirklich schwach, eins ist mittelmäßig und eins ist stark. Ja. Wenn du das starke exekutierst und damit auch aus dem Spiel bringst,
dann tut dir das auch in der Seele weh. Ja, auf jeden Fall. Wenn es dann nicht die Hexe war. Wenn es dann nicht die Hexe war, ja. Also da spielt einfach viel mit rein. Ich finde es gerade schön, als Hexe hat es mir auf jeden Fall Spaß gebracht, so eben den Hexenjäger so ein bisschen zu verwirren, eben nicht gleich auf die richtige. Da muss man ein bisschen auf Zeit spielen, weil wobei das auch immer so das Ding ist. Das finde ich auch ganz schön. Du bist dir nicht sicher bei dem Spiel, bringt mir jetzt eigentlich auf Zeitspielen wirklich was oder wird der Gegner stärker als ich mit der Zeit? Ne? Das ist gar nicht so klar. Aber das Schöne ist halt, dass du auch immer wieder Karten hast, die auch den, sag ich mal, die Entwicklung des Gegners auch wieder behindern. Also eben der Hexenjäger kann die Verzauberung der Hexe wieder bannen. Es gibt aber auch Karten von der Hexe, die zum Beispiel dann wieder auch Gefährten oder Orte vom Hexenjäger wieder entfernen. Also das ist ein Hin und Her und man kann sich auch nicht so richtig sicher sein, dass man immer stärker wird und dass das, also ja, wie du sagst, die Pläne werden dann oft auch durchkreuzt vom Gegner, was auch schön ist. Also das Einzige, was ich, also wie gesagt, mir hat das Spiel wirklich gut gefallen. Es ist vor allem einzigartig aus meiner Sicht, was Zwei-Personen-Spiele angeht, mit so viel Karten und so viel Taktieren und so viel auch so viel Zeit, die da reingeht. Das ist wirklich einzigartig. Was uns beiden, glaube ich, aufgefallen ist, ist, dass es ist schon vom Ablauf ein bisschen komplexer. Und mit Downtime. Ja, mit Downtime. Die Downtime ist nicht zu unterschätzen. Und man hat doch gerade bei der Haushaltsphase, bei dieser Verwaltungsphase immer oft erwischt man sich dabei, dass man eben die Reihenfolgen nicht so 100% drauf hat. Aber auch bei den Dorfbewohneraktionen, weil es ja so ist, dass man zuerst die Untersuchungseffekt, dann überlegt, ob man da was umtauscht, dann die Ressourcen verteilt und erst dann wird die Aktion ausgelöst, die du ja eigentlich geplant hast, was du euch machen willst. Das ist so ein bisschen so, ja, du denkst immer so, ah, ich krieg jetzt gerade, ah nee, Moment mal, ich muss ja zuerst das machen und erst dann kommt der Effekt. Mhm. Aber das ist eine Sache der Gewöhnung. Ja. Ne? Das, und umso wichtiger natürlich, dass sie darauf geachtet haben, dass immer schön alles übersichtlich an Spielerhilfen vorhanden ist. Da denkt ja auch nicht jeder Verlag dran. Und das ist hier wirklich gegeben. Du kannst da wirklich gucken, okay, führe den Effekt aus, ist keiner perfekt. Erhalte Schuhe, kriege ich einen perfekt. Nächster Schritt. Und das ist, da kann man sich gut durchhangeln. Also selbst wenn es erstmal intuitiv ist und ein bisschen hackelig, gibt es eine Orientierungshilfe und das ist dann auch easy. Ja, und ich fand auch die Anleitung wirklich gut für so ein Spiel. Also da war jetzt nichts, was mir negativ irgendwie aufgefallen ist. Was man sagen kann zu dieser Sache mit diesen doppelten Karten, tatsächlich muss ich auch sagen, es ist fast das größte Kritikpunkt jetzt an dem Grundspiel, dass eben die Karten nicht unique sind. Es ist auch so ein bisschen unthematisch fühlt es sich an, wenn man plötzlich irgendwie zweimal dieselbe Karte auf der Hand hat, weil irgendwie die Karten erzählen wie so eine Geschichte und plötzlich hast du zweimal den gleichen, auch allein schon zweimal den gleichen Gehilfen zum Beispiel. Eben, genau. Dann denkst du so, das ist doch die gleiche Person. Wieso habe ich die, hat die sich jetzt plötzlich geklont? Ja? Aber dazu muss man ja sagen, das kann ich ja gleich mal reinhalten. Ja, zum einen gibt es die erste Erweiterung, genau. Gab es über den Kickstarter. Da sind auch schon mal mehr Karten drin und ein neuer Mechanismus mit so Totenkopfmarkern, also Düsternismarkern, der da neu mit reinkommt mit dem Mechanismus. Und dann gibt es da. Dann gibt es noch diese Mini-Erweiterung. Da sind jeweils 16 Karten drin, also jeweils 16 für Hexe und 16 für den Hexenjäger, jeweils 8 Unique. Das bedeutet also, wenn ihr euch die drei Erweiterungen holt, kriegt ihr nochmal 24 einzigartige Karten für jede Seite. Und da ein Deck aus 50 Karten besteht, könntet ihr mit diesen drei Erweiterungen, wenn ihr wollt, dann nur mit uniken Karten spielen. Das würde ich fast empfehlen, wobei ich da so oft haben wir das Spiel dann nicht gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das ist ja dann Deckbau selber. Ihr könnt ja auch so Deck bauen, wenn ihr wollt, hier in dem Spiel, euch die Decks zusammenstellen. Ob das dann spieltechnisch vielleicht nicht so gut funktioniert, weiß ich nicht, aber thematisch wird es definitiv besser. Ich glaube schon, dass man die nicht mit reinmischen kann, weil die auf dieses Düsternis-Element basieren. Und dann nimmst du auch wirklich dieses Deck, das hier drin ist und nicht das vom Grundspiel. Genau. Du kannst aber wiederum das auch wieder damit. Das ist eigentlich eigenständig. Du kannst das natürlich doch damit kombinieren. Vielleicht sagen wir noch kurz was zur Erweiterung. Die haben wir, wie gesagt, auch gespielt. Sie bringt natürlich ein neues Element rein mit dieser Düsternis. Für uns gefühlt war das jetzt nicht so zwingend, dass es jetzt so viel besser macht. Es hat sehr verändert, das Spielgefühl. Ne? Ja. Also ich war der Hexenjäger
Und du warst die Hexe und ich dachte einfach die ganze Zeit, ich bin so zugeballert von dieser Düsternis. Ja. Überall nur Negativeffekte, ich werde die nicht los, die macht da immer wieder. Ja, und ich habe aber auch irgendwie gedacht, du kannst es auch schnell, du kannst einfach viel, du hast viel zu viele Effekte, wie du die Düsternis wieder wegkriegst. Nee, gar nicht. Also doch, im Grunde hatten wir beide gelitten. Ja, doch, dann, du hast ständig irgendwie, dann plötzlich konntest, eigentlich kann man die Düsterniskarten nicht entfernen, dann hast du doch wieder einen Effekt, wo du einfach die Karte weghauen konntest. Also irgendwie. Unser Gefühl war, glaube ich, beide, dass das zwar interessant ist, aber es ist nicht ganz so auf den Punkt, finde ich, wie das Grundspiel. Deswegen aus meinem. Es hat nochmal länger gedauert. Ja, es hat nochmal länger gedauert. Deswegen, wenn ihr jetzt euch für das Spiel interessiert und da einsteigen wollt und jetzt nicht irgendwie auf reden gleich nochmal über Kickstarter, irgendwie euch gleich alles holen wollt, wäre, glaube ich, mein Gefühl, kauft ihr erstmal das Grundspiel, spielt's. Und wenn ihr das cool findet, dann holt euch einfach die Mini-Erweiterung dazu und bringt einfach euer Deck irgendwie noch auf, dass ihr noch mehr Deckmöglichkeiten habt. Ich glaube, das ist der Königsweg bei Thema Pagan. Verfügbarkeit. Wir haben jetzt gerade extra noch mal geguckt, wie kriegt man das überhaupt? Zum einen habe ich so ein paar Restbestände bei Amazon gefunden und bei irgendwie Connexion. Also schaut da mal, gibt es bei Google ein Pagan Würmengold, wenn ihr euch dafür interessiert. Da findet ihr vielleicht noch irgendwie Restposten, wenn ihr schnell seid. Nutzt bei Amazon auch gerne den Affiliate-Link, den wir in den Videobeschreibungen habt. Dann könnt ihr uns unterstützen. Und du hast jetzt noch irgendwie beim Kickstarter... Genau, so bei Kickstarter ist es halt so, die haben jetzt den zweiten Printrun gekickstartet, das Projekt ist durch. Und sie haben aber jetzt den Pledge Manager angekündigt, wenn das Video online ist, müsste der, glaube ich, schon fast online sein. Ich weiß nicht, ob man da auch eine Late Pledge machen kann, das müsstet ihr einfach mal nachgucken oder bei Würmbold fragen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn der Second Printrun dann da ist, dass es dann auch wieder Retail zu haben ist. Kann ich natürlich auch nicht wissen, aber ich vermute es stark. Ansonsten würde ich einfach sagen, schreibt Würmgold mal an, wann es da ist. Hier nur, damit ihr es mal gesehen habt. Genau. Bei Kickstarter gibt es natürlich dann auch noch Exclusives, die es jetzt sicherlich beim Second Printrun auch wieder gibt. Da gibt es dann noch so Holztoken. Die sind aber auch echt schön gemacht. Die sind sehr schön gemacht. Aber auch nochmal in der Detail einmal. Und hier einbauen. Schöne, die könnt ihr euch dann nochmal, habt ihr sicher in der Detail auch schon gesehen. Und ist natürlich nett, braucht man nicht unbedingt, aber es gibt auch noch mehr Karten hier drin. Also auch da lohnt es sich aus meiner Sicht durchaus, wenn man so einen ungewöhnlichen Zweier gerne haben möchte und auch spielen möchte. Denn der Widerspielreiz ist auf jeden Fall gegeben, dadurch, dass man eben wirklich so viele verschiedene Karten hat. Und also selbst mit demselben Spiel, mit demselben Kartendeck hätte ich das immer wieder nochmal spielen können. Und mit den Erweiterungen, die du hier in der Hand hältst und auch mit der Kickstarter, das sowieso, ne? Und dann Düstern ist nochmal ein neuer Mechanismus. Also wenn man wirklich alles zu Hause hat, dann könnt ihr da wahrscheinlich endlos spielen. Ja. Das Einzige, was man sich, finde ich, bei dem Spiel bewusst machen muss, ist, dass das halt wirklich ein anspruchsvolles Spiel ist. Und es ist halt nicht so ein Ding, was ich jetzt nachmittags irgendwie auf mal kurz zwischen Kaffee und Dings mal so kurz mal ein bisschen spielen würde, sondern das ist schon eher was für den gemeinsamen Abend. So, absolut, ja. Und ich meine, das Thema ist ja auch so düster. Ja, schön. Genau. Nachts um Mitternacht wird dann noch das Spiel ausgepackt. Und ich finde auch, dass es hält die Spannung fast. Also die letzten zwei Runden hatte ich dann oft das Gefühl, okay, jetzt ist es dann, das ist aber auch logisch von der Mechanik, jetzt ist es dann ein Rennen, wer dann schneller ist. Ne? Dann ist irgendwie klar, wer ist die Hexe und dann zum Beispiel, ja, und dann ist halt einfach das Ding, okay, wer schafft es mit seinen Token vorher, der Hexenjäger die Exekution hinzukriegen oder die Hexe ihr Ritual. Und aber das ist dann wirklich nur kurz vor Schluss. Und aber es ist halt eben, bist dann auch schon nach diesem harten Kampf, dann bist du auch schon gut, hast du auch was geleistet, finde ich. Da ist dann auch so, dann reicht noch so ein Absacker, dann gehe ich auch ins Bett. So. Also das ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Also aber dafür wirklich einzigartig. Ja. Also uns hat es echt gut gefallen. Wirklich, ja. Top-Spiel. Von übrigens Kaspar Kjær Christiansen. Genau, das haben wir gleich genannt. Und noch jemand. Kaspar Kjær Christiansen und Kare Werner Storgard. Mit einem richtig schönen Design auch. Also es sieht auch richtig toll aus. Das ist von Maren Gutt. Ja, wirklich toll Design. Vor allem auch die einzelnen Karten. Die finde ich auch, das muss man auch nochmal hervorheben, macht dann auch den Spaß nochmal ein bisschen. Die Effekte der Karten sind auch schön thematisch. Also du hast wirklich auch das Gefühl, wie die Tränke heißen, wie das, dass das irgendwie, dass sich die Gedanken gemacht haben, okay, was machen die Karten und was können wir da uns cool thematisch einfallen lassen. Ja, das die hat tragen halt auch zu dieser düsteren Atmosphäre sehr bei. Also es ist richtig mit Herzblut. Also ja, ist ein wirkliches Empfehlung. Klasse Zwei-Personen-Spiel.
Und ja, wir sagen tschüss, danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren, natürlich fürs Unterstützen. Danke an die Unterstützer, die das gevotet haben. Und dann gibt es natürlich demnächst das nächste Wunschvideo Voting. Und da immer gerne mitvoten oder Unterstützer werden, damit ihr mitvoten könnt. Und dann sehen wir uns bis dahin. Genau, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.